Morgen, morgen, Mensch mit Geiz. Es geht weiter bei Spellforce Conquers of Eo. Also nicht Elo, sondern Eo. Eo, Eo. Wir haben letztes Mal ordentlich auf den Sack gekriegt. Haben jetzt bloß noch die vier Hansel. Aber haben die gestohlenen Seiten in greifbarer Nähe. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Die Truppen des Circles haben euch aus der Ferne entdeckt und sind auf der Schlacht vorbereitet. Was, noch mehr? Ich dachte, dieser komische große Bastard war schon alles. Haltet euch fern oder werden euer Leben beenden. Ruft den Anführer aus der Ferne des Turms. Das ist natürlich schon mal wieder eklig. Ich habe bloß noch 223 Stärke, wenn ich die kämpfe. Die sind zu stark gelaufen. Dann wäre ich schon vernichtet. Wir müssen mal neue Truppen rekrutieren. Während ich mir überlege, was wir nehmen, für euch das Intro. So, wir nehmen uns erstmal noch mal ein paar Goblin-Prügler mit rein. Und ein paar Goblin-Bogenschützen. Und ja, ziehen uns erstmal zurück zum Turm. Dafür, dass wir keine Bewegungspunkte haben, müssen wir die Runde erstmal beenden. Was passiert da Feines? Ihr seht die schweren Verletzungen eures Verbündeten und erkennt, dass es jenseits eurer Fähigkeiten liegt, sie zu heilen. Aber es soll einen alten Einsiedler geben, einen Freund eures Meisters, von dem man munkelt, er wisse um ein Ritual, das sie jeden von der Schwelle des Todes zurückholen kann. Vielleicht ist euer tapferer Champion doch nicht dem Tode geweiht. Ich sollte ihn aufsuchen. Da hinten, da ist schon wieder ein Tier im Weg. Dann die rekrutieren, die Runen haben wir auch noch. Ich werde hier, glaube ich, mal in meine Einheiten noch ein bisschen was reinbimmen müssen. Das für Pflanzen ernten und das ist alle Angriffe können Brennen zufügen. Alle Angriffe. Ja, komm, wir nehmen das einfach. Und das Ernten, das geben wir vielleicht einfach ihnen noch. Hätte ich auch einfach ein Stück normalen geben können, aber wir nehmen jetzt bei ihm genau. So, jetzt müsste ich doch hier die Blümchen pflanzen, pflücken können, oder? Da, Pflanzen ernten. Dauert 4 Runden. Jetzt müssen wir sowieso ein bisschen warten. Wir brauchen eine neue Einheit. So, Enias Schöpfung ist von frischer Energie erfüllt, die die Erzeugung von Mana stärkt. Plus 5 Mana pro Tag. Fraktionseffekt. Städte und Läden haben neue Waren. Oh, der Radius meines Turms ist gewachsen. Aber hier kriege ich immer noch nichts von, weil der andere Turm im Weg ist. Gratulation, Meistermagier. Durch eure Meisterschaft der Magie erhaltet ihr den Titel Meistermagier. Eure Macht ist gewachsen und euer Turm ist größer geworden. Domänenradius plus 1 haben wir gesehen. Lehrlingsplätze nochmal plus 1. Aber ach, Lehrlingsplätze ist wieder was anderes. Und Turmräume plus 3. Warte mal, was sind denn Lehrlingsplätze denn? Dass hier unten einer mehr reinpasst pro Einheit oder was? Ein neuer Tag bricht an und bringt neue Herausforderungen und Gefahren über das Land. Der Zirkel grollt euch für eure gewachsene Macht. Okay, da haben wir ordentlich Minus gekriegt. Nehmt mehr Lehrlinge an. Mit einem wachsenden Turm steigt auch die Grenze für eure Lehrlinge. Ihr solltet ein paar Aufklärungsanstrengungen umlenken, um eine der seltenen Arkanen Akademie zu finden, die über die Lande verstreut sind. Nur dort werdet ihr einen weiteren Schüler auswählen können. Okay, wir brauchen also unbedingt solche Sachen hier. Das ist aber am Arsch der Welt. Wenn ich da hinwandere, ist mein Turm ja unisichert. Dann bin ich ja... Ja, dann muss ich ja hier eine Zweitruppe haben. Und hier die Minen, die muss ich eigentlich erobern, damit ich hier von Ressourcen kriege. Aber der ist noch am Rodeln da quasi. Wir machen mal neue Truppen ranholen nochmal. Wobei, jetzt bin ich bei Geld plus 0. Das ist jetzt schon doof. Gucken mal, was gibt es denn jetzt hier im Turm für neue Räume? Gibt es hier was, was mir Geld bringt? Nö, nicht wirklich. Ich kann mir nur ein Werkstatt und Studienzimmer bisher bauen. Die Werkstatt wäre halt nicht schlecht. Ist das eigentlich, gibt es einen Bonus, wenn die begrenzt sind? Nö. Kostet 90 Dacken, haben wir nicht. Nächste Stufe bei 25. Ich habe 10. Okay. Wie kriegen wir das nochmal höher? Erstmal Magie schmieden. Hier, das ist ja schwarze Asche. Warte mal. Das zusammen mit dem. Und. Ne, haben wir noch was Lilanes? Das hier erhöht doch von allem 1. Hä? Warum passt das da jetzt nicht rein? Muss mal kurz schauen. Plus 2 Geschossschaden. Ach cool, dass man hier alles Mögliche so rinbasteln könnte. Aber ich brauche hier noch einen Punkt. Also.
Die habe ich nicht mehr. Aber den habe ich doch noch. Wieso passt, jetzt passt du da rein. Ich muss mal gucken. Bleibt so oder was? Ich dachte, wenn ich jetzt hier zwei Punkte Elementar habe, dass das geiler wird. Aber irgendwie auch nicht. Muss ich noch was... Warum steigt denn der Elementarkram nicht? Liegt das vielleicht daran, dass das Erz hier zu schlecht ist? Hier passt nur Erz rein, okay. Aber ich kann die Glyphe da reinpacken, okay. Das heißt... Ist immer noch das gleiche. Nee, wollen wir so nicht. Rand ausnutzen ist das. Was ist denn, wenn ich... Warte mal, das bringt mir... Erhält beim Angriff auf Feinde, die unter Brandline einen Bonus von 6 Schaden. Und das verleiht Brand ausnutzen. Erhält beim Angriff auf Feinde, die unter Brand stehen, einen Bonus. Ist das gleiche oder nicht? Verleiht Brand ausnutzen und verleiht Brand ausnutzen. Mindere Glyphe? Warum ist das das gleiche? Ich krieg das gleiche nochmal? Weil das noch nicht stärker ist, oder was? Also wenn ich das jetzt hier noch reinpacke und das hier zum Beispiel, dann wird es eine bessere... Achso, dann ist es auf einmal Geschossschaden. Okay, es ist ein bisschen verwirrend, warum das jetzt nicht die bessere Version ist. Da muss man einiges rumprobieren, glaube ich. Ich würde am liebsten nochmal irgendeine kleine Kram machen. Also eigentlich die hier nochmal basteln. Das wäre ja die hier. Kein gültiges Rezept gefunden, wie? Wenn ich das hier reinpacke, ist es doch schon ein gültiges Rezept, oder nicht? Das sind so schon drei, ja klar. Rand ausnutzen. Die Bergziege höchstens noch, wa? Warte mal, da brauchen wir zwei grüne für unten und unten. Wollen wir das hier nehmen? Brauchen wir noch irgendwas Grünes? Hier, das Getreide dazu. Den haben wir jetzt. Ach, Gesundheit. Oh, plus 10 nehmen. Ja, komm, das machen wir mal. Das war gerade gar nicht so schlecht. Ja, muss man sich halt ein bisschen rumprobieren hier, wa? Nee, warte. Doch den. Und den. Wieso kann ich denn das eigentlich nicht zufügen? Was steht denn da dran? Fügt zu jeder Essenz, die ihr schon einen Punkt investiert habt, einen Punkt hinzu. Aber wieso passt das hier nicht rein? Na gut, ich habe jetzt auch nicht mehr allzu viel zur Auswahl. Also an sich. Nee, das lassen wir. Truppen weiter holen wir uns jetzt auch keine. Gibt es hier noch was? Der wird erforscht, aber dann mache ich ja bloß 6. Ja, Gold aufspüren. Ist das nicht das, was ich eigentlich habe? Und das erforscht er gerade, ja. Das ist die Forschung und das ist Irrlicht beschwören. Nee, ich will eigentlich... Wir nehmen mal das. Typ auswählen. Typisches Erz Adamantium. Artefakte? Und Lager. Ich nehme mal... Artefakt, ja? Ich will mal gucken, was da rauskommt. Gott, das ist am Arsch der Welt. Ich habe gehofft, das ist in meiner Nähe. Ach du Scheiße, muss ich so weit rumreisen hier? Gibt es hier eigentlich eine Karte? Es gibt eine Karte. Ach du Scheiße, ist die groß. Ist hier irgendwo eine Limitierung? Ja, hier geht es nicht weiter. Okay. Da ist also irgendwo Schluss. Da ist Schluss. Und da ist Schluss. Dann wissen wir ja, was uns hier noch erwartet. Zweikot. Sieht man hier noch was? Ne, wir müssen ja an sich nach dort. Da gibt es noch Zwergenruinen. Gut, da haben wir noch einiges vor. Na, auf jeden Fall würde ich ja gerne schon hier oben rein. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt was bringt. Ne, wir warten erstmal noch ein paar Runden. So, dich lassen wir mal schlafen. Du bist im Turmbewachmodus. Wir kommen ja nirgends ran bisher. Wir sind noch zu schwach. Da kommen irgendwelche Bastarde, die... Kommen die jetzt von den Türmen und so, die mich überall angreifen wollen, ja. Das ist natürlich sehr ungünstig. 141 und meine haben nur 86. Ich bin ja gezwungen, hiermit aufzuhören mit dem Pflanzenernte. Ja, komm.
Geht nicht anders. Ich habe keine Lust, dass mein Turm angegriffen wird und ich ihn nachher noch verliere. Also müssen wir hier eine Schlacht beginnen und die versuchen Platz zu kriegen. Hä? Kein toller Anfang bisher. Ich habe halt zu viel verloren, weil ich den dachte, wenn ich die Dinger hier besiege, dass ich die geheimen Seiten habe. Aber irgendwie war dem nicht so. So, jetzt müssen wir überlegen. Das sind hier Felder, wo man nirgends langkommt, weil hier noch Barrikaden im Weg sind. Das heißt, ich warte einfach, bis die ran sind. Ja, ich laufe da jetzt nicht drauf zu, bin noch nicht. Ne, das machen wir nicht. Da bleiben wir hier schön stehen. Sollen sie doch kommen. Passe hier einfach eine Runde durch. Und dann schauen wir mal. Zwischendurch mal trinken nicht vergessen. Die haben aber auch eine große Reichweite, einer Mann. So, dann. Mein Name hat so viel Reichweite, ja. Hau rein. So richtig um den rum kommen wir so noch nicht. Aber wir fangen damit an. Ich will halt nicht an den auch noch mit ranrennen. Darum will ich lieber hier rüber rennen. Und die waren aber auf einmal so schnell unterwegs. Was ist denn da los? So, der nächste. Feuer Rinder. Auch wenn das nicht allzu viel Schaden macht. Gegen die Dinger. Ja, für weitere Nahkampfangriffe könnte gerade nicht. Ja. Hat sich natürlich näher ran. Jetzt treffen wir jetzt nicht noch besser. Aber er muss rum. Das ist schon mal. Ich weiß nicht. Oh, was? Oh Mann. Jetzt kommt der wirklich immer noch ran. Warte mal, dann laufen wir doch. Na, wir laufen mal ein Stück vor mit denen. Kriegen wir die getroffen? Ja, aber dann machen wir es mal den da versuchen anzugreifen, wa? Ja. Ja, die heilen wir auch nicht verkehrt. Wir müssen halt ein paar andere vorholen, damit die da nicht ablöbeln. Komm, die kriegen wir tot sogar. Na denn, hinterher da. Und ihr könnt gerade nicht zurück, oder was? War ja irgendwie wild. Entbehrlich. Ja, innerhalb meiner Dumme. Doch, ihr könnt zurück. Dann stellen wir die mal ebenfalls zurück hier. Damit die halt werden können nächste Runde. So, ihr müsst hier noch Verteidigung gestellt werden oder was? Ich finde aber komisch, dass noch ein Punkt so übrig bleibt. Oh, aua. Machen die denn für Damage? Ja, wir müssen da ran und auf die schießen, oder? Die heilen wir mal lieber, nicht, dass sie da schon umfallen. Ja, und ihr bleibt mal hier hinten, ihr müsst nicht noch mehr auf den Sack legen. Was ist das hier unten eigentlich? Weiß nicht, was das Häkchen heißen soll. So, jetzt kloppen wir im Nahkampf und kriegen dann auch noch Schaden, wenn meine sich wehren. Perfekt. Wir zwar alle verletzt, aber es ist keiner ganz verreckt und das ist viel, viel wert. Ach, das war ja nur so eine kleine Gruppe. Den Reichweiten muss ich noch ein bisschen einmal Asche. Naja, wenig Beute. Sehr wenig. So. Und drauf auf die, wa? Bewegungspunkte wurde hergestellt. Was haben wir denn hier Schönes? Zwergen, Menschen, Bogen und. Okay. Die sind aber halt auch schon höhere Stufen, ja.
Naja. Wir müssen unsere Domäne halt verteidigen, weiterkämpfen. So, was machen sie denn hier Schönes? Hast du gemeint, Bartkiller heute in der Nase ganz besonders? Wie auch nicht. Ja, noch mal ein bisschen näher ran da jetzt. Sind meine Fernkämpfer, läuft auch mal ein Stück näher noch. Bis da können die schießen, okay. Der schafft jetzt bis da zu ballern. Vielleicht sogar ein bisschen risikohaft, mit dem schon so weit vorzugehen, wa? Da hinten sind ja die Fernkämpfer, ja. So, oh, wir sind in Reichweite. Okay, mit 2 Schaden kann ich leben. Das ist halt die niedrigste Entfernung. Und oh, die auch nochmal. Gut, dann können wir aber jetzt doch die Stämme angreifen. Das ist doch dumm. Schießen wir halt auf den. Dann schießt ihr. Und dann schießt ihr auch noch. Wird da raus, dass man fernkommt. Weil, warum soll ich denn jetzt ranlaufen? Höchstens mit dem ja. Aber dann bin ich ja in deren höheren Reichweite. Nö. Ja, hinten, wenn die so wollen und weiter von dort aus kämpfen wollen, dann sollen sie das machen. Da kommen sie nämlich, okay. Ja. Dann haben wir doch jetzt den Gegner nahe noch ran. Der da hinten, die schießen, zieht fast nichts ab. Der hier darf nicht sterben, der Schamane. Die einen sich auch nicht. Mal gucken, wie wir die jetzt alle wegschießen können. Die kann ich direkt vernichten. Das machen wir auch durch Flankieren. Weg ist es weg. So, dann feuern wir da mal eine rein. Er heilt. So, kann er beide heilen. Sich selbst und die, okay. Auch nicht verkehrt. Oh, dann haut ihr die weg. Jetzt haben wir nur noch die Fernkämpfe hier in Bogenschützen, die Bastarde. Jetzt müssen sie langsam, glaube ich. Rennen die jetzt weg? Ne, die schießen hier rein, okay. Ja, ran. Alles rin, was jetzt kommt. Den lassen wir nicht mehr weg jetzt. Immer schön hinterher. Reicht nicht, dann müssen wir noch einen Schritt machen. Auch wenn das nicht ausreichen wird. Und ihr lauft auch bis Ranne. Stehe ich leider genau neben denen und kann sie nicht mehr angreifen, oder? Doch. Tada! Die haben wir doch. Conquest of EO. Juhu! Das Spiel ist echt cool. Muss weiterhin so sein. Das Artwork gefällt mir auch sehr, sehr gut. Die Symbolik ist auch noch ziemlich okay. Also ziemlich schlichte. Das heißt schlichte halt, das stimmt so nicht. Aber nicht so, wie soll ich sagen, so überladen, so kunterbunt. Klar, gibt es ja auch für die Schaltflächen und man muss sich erstmal umgucken. Hier oben gibt es auch noch Zeug, was ich noch gar nicht geguckt habe, merke ich gerade. Aber es ist halt nicht so, so ein quietschbuntes, Japano-Style-mäßiges, wo du gefühlt erstmal alles auseinanderfriemen musst, was man sein soll. Aber wie auch immer, wir kommen zurück. Wir haben also wieder einen Glücksbringer und wir haben einen Finon-Bier. Ich muss vielleicht mal im Inventar bei mir mal gucken. Hier haben wir Fraktionseffekte. Woche für ein Enyo ist mehr Mana pro Tag. Dann haben wir hier noch Fraktion, aktive Zauber, Truppen. Das sind die zwei, ja, okay. Da habe ich eine gute Übersicht. Helden, ja, der ist gerade erledigt. Habe ich leider, leider verloren. Okay, das sind ganz normale Zutaten hier. Und das sind einfach nur alle Zutaten. Hier gibt es Seelen, Katalysatoren. Das sind auch Katalysatoren, okay. Was auch immer das macht. Erze. Zutaten, Glyphen,
Ausrüstung und Verbrauchsgegenstände. Liefert in der Schlacht des Phenonbier Trinkenfähigkeit. Auf verbündeten Einheit Reichweite anwenden. Plus 5 Willenskraft. Ah, okay, wenn sie irgendwie Willenskraft-Scheiße abkriegen, dann können die damit was anfangen. So, wir machen bisher anscheinend immer noch hier die Meisterschaft auf Pumpen, ja. Ja. Ich brauche doch gar nicht mehr so viel jetzt da. Da können wir doch vielleicht ein bisschen mehr in Forschung. Mana, so. Ich habe eigentlich auch noch genug Mana. Ich gehe irgendwie in Forschung. Wir machen nämlich so. Uncooler Mechanismus mit diesem Dreieck sozusagen. Ich hätte gerne noch irgendwas, um mehr Gold zu kriegen. Die Einheiten kosten halt. Ja gut, sonst könnte man wahrscheinlich die Karte auch einfach zuscheißen mit Einheiten. Das ist vielleicht auch nicht Sinn der Sache. Verursacht immer maximalen Schaden. Klingt zu gut, um es nicht anklicken zu wollen. Hier gibt es nochmal mehr Treffer für die mal wieder. Für meine Bogenschützen oder mehr Willenskraft. Nee, wir wollen mehr Treffer auf die Raumbahn. Gut. Dann da wohl hin. Und weiter ernten. Jetzt fangen sie natürlich von vorne an. Ah. Da kommen schon die nächsten. Ach komm, was soll ich denn, wie soll ich denn da jemals rankommen? So, was haben wir denn? Bau eines Helfers. Brauche ich noch Bier und eine Bergziegen-Ding. Okay. Verzeihung. Ein Zauberschmied benötigt einen steten Zustrom an neuem Erz, da es für alle seiner Schöpfungen nötig ist. Der Erschaffung von Dienern, die diese Arbeit verrichten können, sollte meine höchste Priorität gelten. Trennung des Bundes. Der Bund zwischen Glyph und Träger ist unmöglich zu durchtrennen, da eine Hälfte des Paares bei dem Versuch vergehen wird. Aber es gibt Berichte über Zwerge, denen diese Trennung gelungen ist. Töte 10 Zwerge, um ihre Geheimnisse zu erfahren. Okay, hier ist also immer so eine kleine Nebenquest anscheinend. Wir haben das mit den Irrlicht leider immer noch nicht gemacht. Wir haben gerade keinen Zauber ausgewählt. Ach, weil Gold aufspüren nochmal neu ausgewählt werden muss. Wir machen das einfach nochmal. Ach, weil wir noch übrig haben, wa? Ah. Artefakt war am Arsch der Welt. Ein Lager? Ah, das ist zumindest nicht ultra weit weg. Damit kann man noch leben. Zwergengewölbe. Die Zwergenfeste in den unterirdischen Hallen mit alten Zauberschmiedekunst. Die Bedeutung dieser Glyphen kann verändert werden, um Glück und Gold zu verheißen. Glück und Gold. So, dann sind wir wieder bei keinem Zauber angekommen. Gute Frage. Eigentlich weiter Gold aufspüren. Alles, was man so finden kann, oder? Geht das andere denn weg? Nö, es scheint immer noch hier zu sein, oder? Ja, wir müssen eigentlich diesen dämlichen Magierturm da loswerden, aber zurzeit sieht das nicht so gut aus. Die kommen da halt auch dauerhaft, ja? Greift der jetzt schon den Turm an? Ja, das werde ich ja ultra dolle verlieren. So, können die jetzt schon in den Turm rein, oder? Plündern von Logen und Türmen. Feinde können ihre Logen und ihren Turm plündern. Sobald sie mit der Plünderung fertig sind, werden sie euch einige in eure Ressourcen brauchen. Ja, das heißt, ich muss mit denen ja hier schon wieder reinrennen. Ja, ich komme nicht dazu, die Pflanzen zu farmen, ganz ehrlich. Die kommen mir dauerhaft. Ich muss auch was anderes machen. Ich brauche eigentlich mehr Truppen, aber dafür habe ich auch kein Gold. Auch mit Truppen, die das verteidigen können, während eine andere Gruppe irgendwo rumheizt und ein bisschen Gegend erkundet. So, jetzt sind wir erstmal in meinem Turm wieder am Kämpfen. Oh, oh. Ich ahne Übles, das sieht echt schlecht aus für mich mittlerweile. Kampagne. Schießen wir auch wieder? Ich überlege gerade, ob ich einfach voll reinheize.
Komm. Wieso passt denn das mal mit der Reichweite hier nicht? So. Nach vorne, komm. Weiß ich gar nicht. Nee, ich muss die Wache machen, damit der nicht umzingelt werden kann. Aua. Ja, jetzt schießt halt alles auf die, ja. Meine armen Goblins. Ja, das waren sie auch leider schon. Das war echt schnell. Das habe ich nicht erwartet, dass die so schnell abnippeln. Ich habe gedacht, die heile ich jetzt einfach nochmal. Verflucht. Verdammt, jetzt heißt, ich muss mir schon wieder Goblins rekrutieren gleich. Ich wollte die eigentlich vorne tanken lassen und die dann heilen und dann zurückziehen eventuell. So, flankieren. Damit sind die schon mal weg. Da reinpatzen. Und nochmal. Wir müssten das leicht überleben, aber ich denke mal, wenn das jetzt so wenig sind, machen die doch hoffentlich nicht mehr so viel Schaden, oder? Die machen immer noch viel zu viel Schaden. Oh nö, 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 nö. Okay, ich muss mich dann gewöhnen, dass die Truppen nicht schwächer werden. Bloß weil sie wenig Treffer haben. Also entweder man kriegt sie tot oder nicht. Ich hätte lieber die Bogenschützen zurückziehen sollen oder nochmal heilen. Ich dachte, die machen jetzt einfach nur noch einen Schaden, weil die halt tot sind. Habe ich zwei Truppen verloren? Naja. Gut. Wir müssen unbedingt anders spielen. Also, die müssen wir ranholen. Kostet das sonst noch was eigentlich außer Zeit? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich einfach nur die Erfahrung, die halt verbraten haben. So, wo ist die andere Truppe? Ach, die ist noch hier hinten gerannt. Komm auch wieder zurück. Damit ich überhaupt wen habe. Dafür hat der hier zumindest noch seine Stufe Gold nach jeder Schlacht. Ja, komm. Das klingt nach etwas, was für mich wie gemacht ist. Ja, wir müssen warten, bis die Truppen mal wieder heile sind. Erz, komm, zeig mal an. Auf hier hinten erst. Ja, was jetzt echt schlimm ist, ist, ich weiß nicht, was ich mit dem Turm anfangen soll dort. Meine Truppen sind wohl auch fit? Nee, noch nicht. So, warte, dann gucken wir jetzt mal nach Zaubern. Eine Pflanze in eine Erzader. Ja, das bringt mir ja nicht wirklich was, weil ich das nicht schaffe abzubauen. Das ist ja mein Problem mittlerweile. Ich kann halt das Gold ausspüren, ich kann die Erdkunde machen. Vielleicht nehme ich die Hilfe, damit das Heilen schneller geht. So, jetzt sind meine zwei Truppen hier fertig, aber... Ja, die hier sind so gut wie heile. Die müssen noch eine Runde ruhen. Wir warten also noch eine Runde. Und die... gucken in die Richtung vielleicht. Ich würde gerne wissen, wie viel da drin ist. Oh oh. Also, wir haben ja warten auf Befehle bei ihm und ich sehe leider nicht, was da drin ist. Sehe ich das jetzt? Ja, was wollen denn die? Schlachtenverzauberung. Dieser Schlacht ist eine Verzauberung aktiv, die sich auf das Schlachtfeld auswirkt. Schwebt mit dem Mauszeiger über ein Verzauberungs-Icon, Icon, um mehr darüber herauszufinden, wie sich auf die bevorstehende Schlacht auswirken wird.
Starke Winde. Alle Einheiten sind bis zum Ende der Schlacht von starke Winde betroffen. Minus 50% auf Geschossschaden. Mit denen jetzt nach hier unten zu laufen, weiß ich auch nicht, wie viel das bringt. 15 Mana, ja. Okay. Das ist ein Monster. Welche Stärke der hat, sehe ich aber so nicht, oder? 140. Das schaffen die nie und nimmer momentan, wenn die ankommen. So, ihr seid jetzt wieder fit. 244 Stärke. Kann ich vielleicht noch irgendwas schmieden? Was mir irgendwie den Hintern retten könnte. Irgendwas. Das ist halt bessere Erzrune, ja. Okay, also ich habe bisher bei dem Standarderz das und grün. Blau habe ich noch gar nichts bisher geschmiedet. Was ist denn? Wenn ich hier auf mal rein theoretisch, dann brauche ich den nicht oder den nicht nehmen und nehme das Bier dafür. Wobei das Bier brauchte ich für irgendeine Aufgabe. Den haben wir schon drinne. Was ist denn, wenn wir rein? Da ist es doch, Mensch. Was haben wir denn hier? Plus ein Willenskraft. Die Seherglyphe. Achso, die ist selbst wieder zwei blaue wert. Ja, dafür brate ich aber so eine guten Sachen. Das ist Quatsch. Dafür habe ich alle drei auf 1 gekriegt, ihr habt ihr was? Für die Wächterglyphe? Habe ich da so viel gute Scheiße reingepumpt, ja? Muss mal schauen. Verleiht die Fähigkeit Norse Fluch. Fügt 13 Todschaden allen feindlichen Einheiten im einen Radius zu, eine Position in 4 Reichweite. Fügt geschwächt zu. Geschwächt macht nochmal 50% Todresistenz und die Geschwindigkeit senken. Das ist nur die mindere Glyphe. Braucht aber auch 3 Fokus. Okay, hier kann man einiges noch schmieden, aber. Mir selbst ist es gerade nicht so wie heuer. Ich werde wahrscheinlich jetzt diese Mine hier versuchen anzugreifen. Und deswegen. Nee, Quatsch. Nicht hier auf die Seite. Holen wir uns jetzt nochmal Goblin Plünderer und die hier. Für 2 Runden. Also die brauchen ja 2 Runden. Und laufen mit denen jetzt rein, sodass wenn Turm angegriffen wird, zumindest Einheiten in Kürze wieder da sind. Auch der Kampf wird eklig, weil die haben. Ja, Pyrtus-Sieg. Knapper Sieg. Ja, momentan gewinnen die. Das ist, heißt eigentlich schon jetzt nichts Gutes. Dann müssen wir mal gucken. So, alle Angriffe fügen brennend hinzu. Und das ist den Brand ausnutzen, ja. Warte mal, wir nehmen das da mit rein. So, dann haben wir ja ihn hier. Pflanze ernten kann er bisher nur, aber der könnte auch noch mehr Leben kriegen. Aber ich glaube, ich gebe tatsächlich denen ja mehr Leben. Und dass die Gelegenheitsangriffe nichts verbrauchen. Jetzt haben wir nämlich keine Runen mehr, ne. So, wie sieht sie jetzt aus? Knappe Niederlage. Eben war das noch ein Pyrtus-Sieg. Wieso ist denn das jetzt noch schlechter? Sind die jetzt schwächer geworden oder was? Ja, ich krieg die nicht besiegt. Ganz ehrlich. Ich gucke jetzt noch da. Runde beenden. Verdammt, ey. Oh nein. Zieht euch mal zurück. Ich kann euch lieber noch gebrauchen. Halben Schaden kassiert. Kommt ihr nochmal hinterher? Woche der Wächter. Alle eure Einheiten verfügen über eine Weltkartenbewegung. Och nö, jetzt kommen da wieder welche raus. Das sind quasi wie bei so einem Civilization. Die Barbarendörfer, Schneelöwen, verteidigt euch. Wer kämpft denn da jetzt? Meine oben. Ja, das Ding sollte ich super leicht gewinnen. Das machen wir, wegen der Erfahrung willen.
Meine Leute sind einfach zu schwach. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mit denen. Vielleicht mache ich die Glyphen zu nicht gut genug bisher einsetzen oder so. Guck mal, die brauchen ja eine Weile, bis sie hier unten sind, ja. Weißt du gar nicht, wie rum die laufen werden. Wie ist die Reichweite? Fehlt noch ein Feld. Können auch einfach noch zwei Felder laufen. Dann schießt er halt nicht mehr 15 Mal, sondern bloß noch einmal. Und ihr auch. Ich weiß halt nicht, von wo die kommen will. Also wo die Viecher rumlaufen wollen. Also stelle ich meine jetzt erstmal so hin. Und dann schauen wir, was der Berglöwe macht. Ach, die kommen da einfach runter. Ja, das sind ja auch Berglöwen. Zum Glück können die meine nicht von hinten angreifen. Der einzige Trost bisher. So, jetzt hat das Vieh mich natürlich gefühlt umzingelt so ein bisschen, ja. Wenn ich weglaufe, kriege ich einen Gelegenheitsschaden, oder? Ja gut, ich überlebe das ja. Der Rest muss dann irgendwer anders noch machen. Ja, der hier vielleicht. Ach, die haben das so hingekriegt. Okay. Okay. Dann könnte ich doch auf die Truppe jetzt Heilen anwenden, als meine Magie quasi, die ich habe. Und dann weiter vorrücken. Hoffe ich doch. Oder ich rette den unten, den Marsch. Fügt 14 Elementarschaden einer feindlichen Einheit hinzu. Aber das ist doch schon der, der den Feuerball immer macht. Ist er denn stärker oder was? Was haben wir hier? Meditieren. Stellt eine Einheit bis zu einem Fokus. Na, das brauchen wir nicht. Dann müsste ich jetzt schon mehr Fokus aufgewertet haben. Habe ich nicht. Gehen wir besser oder es vergeht es genauso? 10 Gold. Aus der Höhle dringt ein kleines Rudel von Schneeleoparden und sprintet in die Berge davon. Die müssen da einige Zeit lang gefangen gewesen sein. Nachdem sie verschwunden sind, untersucht ihr ihre Höhle. Neben den durchgekauften Überresten? Neben den durchgekauten Überresten zweier weiterer Zwerge findet ihr einige Münzen und andere Schätze. Welch trauriges Schicksal, mit hungrigen Schneeleoparden eingesperrt zu sein. Durchgekauften ist ein bisschen komisch. Wir wollen das Geld haben. Es dauert nicht lange, die Überreste einzusammeln und vorzubereiten. Mögen sie in Frieden ruhen. Okay, die haben jetzt alle einen Segen, was? Okay. Dann brauche ich doch jetzt das Heilen. Wie stark sind denn die Dinger hier? 205. Aha. Beginn des nächsten Tages. Ich kann die also unterwegs heilen. Und was haben die hier drinne? Wissen wir jetzt nicht. Vielleicht kriege ich die hier nach Hause? Nicht ganz, ne. Wir versuchen es aber, die nach Hause zu kriegen. Hier sind ja zwei Verletzte. Ja, komm. Dann machen wir das jetzt mit dem Irrlicht. Und hoffen, dass wir die platt kriegen und dann das mit dem Irrlicht hinbekommen. Warten auf weitere Befehle. Ja, ihr müsst nicht warten, ihr müsst einfach nur so. Da. Tötet die Plagegeister. Jetzt kommen die an, ja. Ich wollte meinen eigentlich heilen. Na gut, müssen wir halt versuchen. Würde ein knapper Sieg werden, mal schauen. Ob dem so stimmt oder ob ich es verkacke. Das sind ganz schön viele, aber die haben zum Glück nur 40. Sind das reine Nahkämpfer oder kann die noch irgendwelche Schießattacken? Was stand da im Wald? Verteidiger, achso, die machen Verteidiger. Machen die alle bisher. Okay. Cool, das mit dem Licht dort. Das ist ja hier meine Nahkämpfertruppe. Die werden wir mal hier am Rand positionieren und die dort kommen lassen. Die sind halt noch ganz schön angeschlagen. Alles außer Reichweite geblieben.
8 bis 8. Steht bei allen dran, ja. Na dann, ist es ja egal. Ach, der kann jetzt noch den Feuerball, nicht nur die, ja klar, stimmt. Was habe ich denn hier noch? Das Bier, nee, das brauche ich gerade gar nicht. Dann müssen wir so weitermachen. Wie viel zieht denn das ab? 10 und das zieht 12 ab. Na dann, schießt mal darin. Ihr geht vor und macht auch verteidigen. Dann schauen wir mal, was die Viecher können. Sind halt ein bisschen viele. Ah, stimmt, die fliegen ja, die können ja einfach hoch. Ich kann den Berg ja gar nicht dafür nutzen. Ach, ich vergesse sowas tatsächlich immer. Hier oben wird umzingelt, das ist sehr, sehr ungünstig. Nö. Ja. Aua, die da oben muss ich unbedingt irgendwie einen Arsch retten. Ja, die hier können schon gar nichts mehr machen. Ist eine Frage. Komm, schießen den tot. Schießen den tot. Die können auch nicht mehr, weil sie schon so oft angegriffen wurden. Jetzt greifen die dort an, aber verrecken dabei. Okay, und ich hoffe, dass das auch passiert. Knapper Sieg ist gar kein Ausdruck. Zwei Einheiten fast, also zumindest die einen nahezu komplett verloren. Aber durch die Heilung müssten die doch jetzt wieder voll sein. Hieß ja am Ende des nächsten Tages, oder? Die haben mich ja irgendwie dazwischen angegriffen. Wenn ich die jetzt einen Stufenaufstieg gebe, sind die dann automatisch geheilt? Nee, sind sie nicht. Hm. Nachdem ihr die riesigen Insekten vertrieben habt, nähert ihr euch voller Vorfreude den Ort, wo ein vielversprechendes, pulsierendes Glühen durch den Boden dringt. Näher heran. Das Allfeuer zieht euch an. Seine Macht sinkt zu euch. So verlockend es auch ist, ihr wisst, dass niemand außerhalb des Zirkels der Magie es berühren und dies überleben kann. Falls ihr einen Irrlicht beschworen könnt, könnt ihr es sich mit der Quelle der Allfeuer verschmelzen und euch erlauben, seine Energie zu kanalisieren. Ja, da war ich ja dabei. Das heißt, ich bleibe jetzt hier noch eine Runde stehen, oder was? Machen die Runde beenden. Unentdeckt, irgendwas passiert? Kommen mit der Truppen an die Rand? Ja klar, warum auch nicht? Ah ja. Feinde können versuchen, eure Loge oder euren Turm zu zerstören. Sie werden in das Gebäude eindringen und den Prozess über mehrere Tage hinweg abschließen. Ihr könnt sie nur loswerden, indem ihr sie besiegt. Wenn eine Loge zerstört wird, müsst ihr eine neue bauen. Wenn euer Turm zerstört wird, werdet ihr das Spiel verlieren. Aha. Vier Runden Zeit. Wie stark ist der? 141. Da ist ein Eistyp und ein Feuertyp dabei. Ja, okay. Da. Schmelze mit dem Eifeuer oder nicht? Beschwört eine Gruppe Ohrlichter, die sich flinke Spiele mit dem verschmelzen können. Ach, die muss ich immer im Gebiet beschwören und dann darüber fliegen aus. Verschmelzen. Eure Einheiten in den Trupp verfügen über die Fähigkeit, mit einem Alphenknoten zu verschmelzen. Um mit der Verschmelzung zu beginnen, müsst ihr die Einheit auf den Altfeuerknoten bewegen und die Fähigkeit in der Aktionsleiste auswählen. Vor euch liegt die Herrlichkeit des Altfeuers. Seine rohe, ungezügelte Energie sinkt zu euch und durchdringt jede Faser eures Seins. Ihr wünscht euch nichts sehnlicher, als es zu berühren, obwohl ihr genau wisst, dass es euch verzehren würde. Das Irrlicht neben euch summt langsam im Einklang mit dem Altfeuer. Folgt dem Ruf des Altfeuers und gebt euch ihm hin. Lasst das Irrlicht entstehen. Einstimmung auf den Knoten vornehmen und untersucht ihn. Ja, so, 10 Forschung. Zur Hölle mit dem Zirkel. Ich werde das Allfeuer bezwingen. Achso, ihr könnt kaum den Blick von der wundersamen Energie abwenden. So stark ist euer Wunsch, tief in die Quelle des Allfeuers zu dringen. Aber ihr haltet euch zurück und konzentriert euch stattdessen darauf, was ihr aus der Beobachtung der Verschmelzung lernen könnt. Eure Einheit ist jetzt an einem Ort, mit dem sie sich verschmelzen kann. Führt die Verschmelzung aus, indem ihr die entsprechende Fähigkeit... Ja, das habe ich doch eben schon... So, das ist Verschmelzen. Jetzt macht ihr das aus.
Na, dann mach mal irgendwie so. Weiß ich noch nicht. Die sind ja gar nicht komplett geheilt. Dann kommt mal zurück. Neuen Zauber. Ich brauche jetzt nicht nochmal. Den machen wir doch hier verrosten einfach nur. Drücken verrosten da rein oder was? Geht das nicht? Doch. Dann müssten die jetzt weniger Rüstung haben, hoffe ich irgendwie. Sind die jetzt stärker oder schwächer geworden? 141. Das war doch vorher auch schon so. Na egal, wir gucken mal rein in die Schweine. Und bekämpfen die, um unseren Turm zu sichern. Da sind sie. Da sind halt beide jetzt wieder Fernkämpfer, ja. Darf ich halt nichts verlieren, müssen wir direkt ran. So, du musst erstmal die da direkt heilen. Damit auch die direkt ranlaufen können. Und ihr müsst zwei Felder näher ran. 1, 2. Hey, 1, 2. Ich könnte noch einen, aber dann schießt er nur noch einmal, ja. Na komm, das Feuer macht sowieso nicht so ultra viel Schaden gegen die. Schießt er wenigstens noch zweimal. Und jetzt warten die auf ihre Befehle. Ja, die müssen sich verteidigen. Ihr müsst euch auch erstmal verteidigen. Und dann ist die Runde erstmal durch. Jetzt kriegen sie erstmal ordentlich auf den Sack. Erfrierung sogar. Aber was ziehen denn die ab? Und die Feuerflut ist auch noch auf die schießen. Bin ich echt schon wieder am... Ah. Aua. Warte, ist ja völlig unnormal. So, guck mal her. Warte mal, ich muss näher ran. Komm, nochmal heilen da oben. Das ist Eis auch gar nichts. Also das Feuer gegen das Eis nicht so wirklich was bringt. Das ist merkwürdig. Ich ruf da. Ah, die müssen wir wegmachen, was wir zu machen. Hilft ja nichts. Dann werden die hier wahrscheinlich abnippeln jetzt. Ich hätte vielleicht die zuerst reinrennen lassen sollen. Ja, aua. Nein, meine schönen Goblins. Ich weiß immer gar nicht, welche Runen die beide hatten. Auf Befehle. Ach so. Ich verbrate halt an so eine kleinen Scheißgegner halt schon zu viel Druck. So, weg mit dir. Komm. Ist halt blöd, dass es Elementare sind. Und ich Elementarschaden halt mache. Es ist so. Meine Nahkämpfer halten noch nicht stark genug aus gegen die. Immer schon eine Rüstung mit auf Treffer gegangen. Die waren halt schon Stufe 3. Die hatten zumindest keine Glyphen drin, ne? Die hier wären wichtiger gewesen. Wobei die haben halt auch mehr Gesundheit. Was haben wir hier? Beim Flakierenden mehr Schaden oder einfach insgesamt mehr Schaden? Wir machen einfach so insgesamt mehr. So, damit haben wir aber den Turm, glaube ich, auch erstmal wieder gerettet. Das heißt, euch schicken wir mit hier rein. Der da drüben macht irgendwas, dann müssen wir uns das mal angucken. Denn für heute war es das erstmal. Wobei, stimmt nicht, wir machen noch als neuen Zauber wieder Verrosten auswählen. Also das heißt neu, damit das wieder aufgeladen ist. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, wie gesagt. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ich ein bisschen besser noch machen kann. Wie ich jetzt, ob ich jetzt hier unten vielleicht hin soll oder... Ich weiß es noch gar nicht. Gebt mir einfach mal vielleicht ein paar Tipps. Ich denke mal, ein paar von euch haben das auch schon gespielt. Könnt ihr mal schreiben, wie ihr das findet, das ist vielleicht noch besser. Besser als die Tipps, schreibt mal, wie ihr es findet. In dem Sinne, ciao!